Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von gamerspalace.de. Ich habe heute mal die PC-Demo zu Diluvian Winds dabei. Da ist der Prolog auch bei Steam verfügbar und ich dachte, ich spiele einfach mal rein. Die Story ist im Grunde, dass so ein bisschen die Welt am Abgrund ist, Klimakatastrophen, Überschwemmungen etc. Und es gibt nicht mehr so viele Orte auf der Welt, an denen man noch in Ruhe leben kann. Und wir selber werden eine Insel haben oder eine Art Kolonie, um Leute hier zu unterstützen und ihnen ein Zuhause zu bieten. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich drück mal auf Spielen. Ja, wir überspringen mal nicht das Tutorial. Ich habe es nämlich noch gar nicht gespielt. Also schauen wir mal rein. Ja. Diesen Spielstand, es wird automatisch gespeichert, alles klar. Mein Leuchtturm ist ein einziges Chaos, das aus den Fugen geratene Wetter und die ständigen Katastrophen zerstören alles, was wir aufbauen. Was für ein Leben, aber es hilft nichts. Wir müssen alles wieder aufbauen. Gah, ich bin zu alt für diesen Mist. Ah, da kommt noch das Eichhörnchen, der Elmar. Ich warte auf die nächste Karawane. Sag Bescheid, wenn ich in der Zwischenzeit helfen kann. Bitte geh nicht zu weit weg. Der Leuchtturm ist ein sicherer Ort und wir müssen so viel tun, um unser Überleben zu sichern. So, der Knopf leuchtet. Dann drücken wir da mal drauf. Und der Elmar hat eine Quest. Wir sollten zunächst einmal die Trümmer beseitigen. Wir müssen dieses Holz wiederverwerten. Das kann ich erledigen. Sag mir einfach, wohin ich gehen soll. Cool. Ich markiere mal Elmar und sage ihm. Aha. Sage ihm nichts. Sage, geh aufräumen. Das da. Geil, ich kann Eichhörnchen befehlen. Ich entferne die Trümmer. Am Nachmittag müsste ich damit fertig sein. Sehr gut. Jede Aktivität ist anstrengend und senkt die Moral. Sinkt sie auf null, muss ich mich ausruhen und kann dir nicht mehr helfen. Gut, dann haben wir hier noch so ein zweites Eichhörnchen. Evelyn. Naja, wie ich sehe, steht das Gewächshaus noch. Wenn du mich ihm zuteilst, suche ich dort nach Essen. Gute Idee. Die Produktion von Ressourcen ist das A und O. Und wenn es ums Überleben geht. Gut, hier. Mach Essen. Da. Sehr gut. Ich denke, ich werde gegen Mittag fertig sein. Die Produktion von Ressourcen hängt von vielen Faktoren ab: Moral, Spezies, Spezialitäten, dem Wetter. Als Hüter liegt es in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle Aufgaben effizient verteilt werden. Ja, da liegt es nahe, dass sich die Eichhörnchen um Holz und Essen kümmern. Wie es aussieht, sind alle beschäftigt. Es wird Zeit, mit der nächsten Phase des Tages fortzufahren. Ah, und dann drücke ich wieder auf den leuchtenden Knopf. Aha. Okay, Kamerasteuerung. Gut. Leuchtender Knopf. Boah. Der Elmar hat richtig krass aufgeräumt. Und dann gibt's Essen. Nach der Arbeit wird es Zeit, sich auszuruhen. Es geht nichts über ein ordentliches Gelage, um die Moral zu heben.
Je voller der Topf, desto besser fühlen wir uns danach. Behalte aber die Essensvorräte im Auge. Es ist immer gut, eine gewisse Reserve zu haben. Eine ausgewogene Mahlzeit gewährt uns verschiedene Boni. Denk daran, deine Zutaten und Mengen zu mischen. Mit großen Leuten wie dir in der Nähe ist die Flut deutlich angenehmer. Deine Großzügigkeit schreit nach einem Festmahl. Okay. Aha, aha, aha. Gut, wir schmeißen mal rein. Gemüse? Festmahl. Okay. Wir haben 30 Gemüse reingeschmissen. Und einen grünen Salat produziert. Ist. Okay. Und dann kann man wieder hier drücken. Dieses Feuer ist der Schlüssel für unser Überleben. Wenn ich es ausgehen lasse, sehen Reisende den Leuchtturm nicht und ich werde vom Rest der Welt isoliert. Das Wetter hat jeden Tag einen wechselnden Einfluss auf die Flamme. Wir können das Feuer am Brennen halten, indem wir es mit Brennstoff versorgen. Allerdings werden die Brennmaterialien auch für den Bau und die Verstärkung des Dorfs benötigt. Die Zukunft hält vermutlich einige schwierige Entscheidungen für uns bereit. Fürs Erste haben wir aber genügend Holz, um das Feuer möglichst stark zu machen. Na dann schmeißen wir da mal Feuer rein. Feuer. Mehr Feuer kann, mehr Holz kann ich nicht rausschmeißen. So. Das geht nicht so schnell aus. Reisende werden es schon aus der Ferne sehen. Sehr cool. Und dann kann ich wieder den grünen Knopf drücken. Tag 2. Ein neuer Tag beginnt. Unsere nächsten Reisende sind noch einige Tage entfernt. Heute kommt also niemand. Kümmern wir uns um die morgendlichen Aufgaben. Machen wir das mal. Kamera steuern. Elmer. Elmer möchte was bauen. Na, Elmer, dann bau doch was. Achso, ich muss den Knopf drücken. Ah. Wenn ich etwas sagen dürfte, du hast nicht die Mittel, um Holz zu produzieren. Wenn du willst, kümmere ich mich darum. Gute Idee. Wir haben die Fähigkeit, eine Holzfällerhütte zu bauen. Lasst uns das bauen. Die Reisenden suchen nach Orten, an denen wir Unterschlupf finden können. Wir haben Anfragen und Vorschläge. Wenn du diesen nachkommst, profitieren der Leuchtturm und alle seine Besucher davon. Bauen wir eine Holzfällerhütte. Gut, Elmer, das machen wir doch mal direkt. Wir bauen eine Holzfällerhütte und setzen sie hier hin. Das ist so ein bisschen wie bei Spiritfarer, ne? Hier mit den Stiegen, Stelzen. Alles klar. So, Elmar macht es. Und dann Evelyn möchte auch noch was. Wir möchten mit Evelyn soll wieder arbeiten. Hier im Treibhaus. So. Dann drücken wir wieder den leuchtenden Knopf. Sehr gut, wir haben auch die Anfrage erledigt. Und jetzt kommen wir wieder hier zum Abendessen zusammen. Oh nein, Elmer geht.
Ich denke, wir haben genug Salate, um das machen zu können. Da! Ess Salat! Okay. Das Feuer hat auf jeden Fall, man sieht das hier unten auch, das hat noch genug drin. Das heißt, wir füllen heute mal kein Holz nach, sondern lassen das Feuer mal so leuchten und schauen dann, was der Konvoi mit sich bringt. So, was steht heute an? Der Konvoi kommt an. Und Evelyn würde gern mit jemandem arbeiten. Und Elmer wird uns verlassen, das hat er gestern ja gesagt. So. Mal gucken, wer hier alles ankommt. Die Abreise von Elmer beschert uns zwei freie Plätze. Wieso hat Elmer denn zwei Plätze beschert? Ah ja, da kriegen wir Bianca, ein Bär und Charlie ein Biber. Geil, der kann voll Holz produzieren. Und der kann voll Insekten produzieren. Ah, okay. Ich nehme mal beide. Geil, steigt einfach aus. Willkommen, willkommen. Tschüss, Elmar. Haust rein. Da fährt er hin. Wo fährt er denn eigentlich hin? Wo geht denn es hier weiter? Ah. Okay, dann haben wir jetzt zwei neue Leute. Bianca und Charlie. Und die wollen jetzt Arbeit haben. Gucken wir mal, was wir denen geben. Gucken wir mal. Ach so, ich soll erst Bianca verteilen und Bianca möchte ein Wurmterrarium bauen. Na gut. Das stecken wir mal hier drauf. Okay, Evelyn möchte bitte Nahrung sammeln und Charlie möchte bitte Holz sammeln. Ja, hier werden nochmal die verschiedenen Spezies erklärt und ihre Vorteile. Finde ich ziemlich cool. So, drücken wir wieder auf den Knopf. Dieser Effekt ist ganz schön laut. Und jetzt gibt's wieder Essen. Okay, wir haben noch nichts weiter außer Salat. Vielleicht gibt's heute mal nur spärliches Essen. Haben jetzt nicht so viel Salat. So, noch ein bisschen Feuer reingeschmissen. Und dann geht's direkt weiter. Naja, da ist schon wieder ein Konvoi unterwegs. Okay. Das sind doch mal gute Aufgaben.
Holzgemüse oder Gemüseholz. Hey, ich baue gerade etwas. Was wäre für die Gemeinschaft denn besonders nützlich? Holzgemüse oder Gemüseholz? Mehr essen, oder? Geil, was hast du denn gemacht jetzt? Aufgabenverteilung. So. Bianca möchte gerne Insekten sammeln. Und Charlie soll auch arbeiten. Charlie kann Holz sammeln. Und Evelyn möchte auch arbeiten. Oh, die kann auch Holz sammeln. Haha, dann ist sie glücklich und wir kriegen den Siegpunkt dafür. Geil. Wir haben jetzt auch 27 Insekten. Schon irgendwie eklig. Ich misch das mal. Da. Gemüse und Insekten-Bento. Na gut. Ah, heute brauchen wir mehr Holz. So, weil der Wind das Feuer halb ausgepustet hat. So, dann schauen wir mal wieder. Neuer Tag, neue Aufgabe. Und Charlie möchte eigentlich gerne Wohnraum bauen. Und beide sind. Oh, Evelyn und Bianca wollen uns auch schon wieder fast verlassen. Ah, und Charlie ist noch da. Okay. Gut. Ich bin voll dafür, dass du mehr Wohnraum baust. Wohnraum. Nee, das kommt mal hier hin. Bianca kann fischen. Oh. Fisch mal. Evelyn kann arbeiten und wir brauchen Gemüse. So, das sieht doch ganz vernünftig aus. Noch mehr Siegpunkte. Und alle wollen gehen, ernsthaft? Oh, so schön ist es bei dir doch nicht. So, am Feuer ändere ich auch nichts. Haben wir alles erledigt? Wir bekommen heute neue Leute und alle drei hauen ab. Na gut. Oh, wie viele Plätze habe ich denn?
Bilal ist ein Bär. Hier ist eine Maus, die hatten wir noch nicht. Ein Biber. Charlie, der ging doch erst. Ich nehme mal Edwin, Biber und das. Okay. Hallo. Gute Reise. Dann haben wir jetzt voll viele Leute, die beschäftigt werden wollen. Okay, es wird stürmisch. Okay, verstanden. Milan macht Gebäudeverstärkung. Dann habe ich noch Edwin. Edwin geht arbeiten. Und das hier, das war doch ein Biber, ne? Genau. Der macht das. Und Bilal verstärkt nix. Dann macht Bilal auch was Sinnvolles. Der sammelt Insekten. So, alle versorgt. Und jetzt gibt es auch schon wieder Abendbrot. Machen wir mal Insektenparty. Ratatouille mit Insekteneinlage, großartig. Nee, schmeiß mir erstmal nur 10 rein. Und die Milan wollte gerne mit jemandem zusammenarbeiten. Was für Spezialitäten kann der denn? Ah, der hat einen Vorteil in der Gemüseproduktion. Und dann haue ich die. Ja. Hierhin. Und Kara. Hat einen Vorteil in der Holzproduktion. Dann lasse ich sie wieder Holz jagen. Und Bilal? Ja, dann geht Bilal wieder in die Insektenproduktion und sorgt für Nahrung. Bisschen mehr Feuer.
Oh, und wir kriegen neue Leute. Milan geht jetzt, weil wir sein Ziel erfüllt haben. Biber. Maus. Biber. Ja, ich nehme mal so einen Biber wieder. Der hat auch voll so einen fancy Hut auf. Ah, der Knopf hatte gerade nicht die richtige Farbe. Bilal kann arbeiten, fischen. Hier, mach mal Fische. Und Owen. Sammelt Insekten? Fisch- und Insekten-Bento. Sehr gut. Ich drücke noch mal einmal auf Weiter. Und dann habe ich das Gefühl, dass der Prolog vorbei ist. Oh Gott. Ja, ist das mein Problem, dass ihr nicht glücklich geworden seid? Okay, die sind nicht zufrieden damit, aber gut. Ich denke, das ist doch schon mal ein guter Einblick in die Demo jetzt, beziehungsweise den Prolog zu Diluvian Winds gewesen. Ich fand es ziemlich cool. Es ist relativ einfach von der Struktur her, aber vom grafischen Stil sehr, sehr, sehr niedlich. Eine schöne Aufbausimulation, wo man auch so ein bisschen hoffen muss, dass alles passt, dass die Lebensmittel so passen, wie sie gebraucht werden. Schöne Sache. Spiel ist momentan noch in Entwicklung.
Und ich freue mich doch sehr hier drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, lass gerne ein Abo da oder schau auch gerne mal auf www.gamers-palace.de vorbei, wenn du mehr von uns sehen möchtest. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Dank dir für alles und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Mach's gut. Ciao.